Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone hier in der Blackrock Mountain in Molten Core. Wir spielen heute gegen Baron Geddon. Was kann er hier? Baron Geddon, deal 5 damage to the enemy hero if they have any unspent mana. Das heißt, wir müssen so mana effizient wie möglich spielen. Ragnaros employs truly evil lieutenants. Geddon is perhaps the evilest. Ah, ja, das werden wir mal noch sehen, wer hier der Letzte ist. Aber ich sehe hier, da kriegen wir noch Imps. Und was kriegen wir hier? Irgendwie Blackwing Techniken. Ja. Komm, also legen wir mal los hier gegen Baron Geddon. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir spielen. Und was wir spielen. Mit was probieren wir? Sollen wir es gleich mal... Komm, wir probieren es einfach mal mit dem Mage aus. Wir hätten es auch mal mit dem Druiden ausprobieren können. Aber man muss sich immer erstmal das gegnerische Deck angucken, auf jeden Fall. So. So sehe ich das zumindest immer. You will burn, you will ask for it. Also es ist sehr, sehr wichtig, erstmal, ja, wow. Oh, Ragnaros will uns konsumieren. Wir sind aber kein Ding, deswegen spielen wir hier erstmal unser erstes Mana aus, weil sonst hätte er uns hier gleich mal gebrutzelt. Und wenden wir unseren Zug. Jetzt mal gucken, was er für Viecher rausspielt. Er coint auf jeden Fall mal. Was coint er? Ein Lava-Schock, okay. Die Karte kenne ich wirklich nicht, muss ich sagen. Zack, wir geben ihm eins ins Gesicht. Beenden den Zug. Noch ein Lavaschock. Sag mal. Wie viel hast denn du davon? Das Problem ist, wir haben jetzt keinen Dreier-Drop-Off. Doch, wir haben einen Dreier-Drop-Off da. Zack. Lucky one. Okay, der ist echt böse, muss man sagen. Aber ich will den nicht polymorphen. Muss ich überlegen. Ich spiele jetzt den hier aus und gehe ihm direkt ins Gesicht, weil, wenn er jetzt mich angreift... What? Was ist er denn? Gain 1 bis 4 Attack. Warum? Warum kriegt er das einfach so? Shit. Jetzt müssen wir höchstwahrscheinlich erstmal was einstecken, weil wir nur 5 haben. Polymorph 4 drauf. 3 ins Gesicht. 2 auf ihn hier. Jetzt hat er 3-1 halt. Jetzt wird er 1 wahrscheinlich Schäfchen. Genau, mit dem traden. Okay, Flameheart. 2 Karten ziehen und Ding. Und spielt noch ein Imp. Ja, ist gut. Tut mir leid, dass ich mein ganzes Mana nicht ausgespielt habe, weil du ein 7-6er Voll-OP-Karte hier aufs Deck, aufs Brett gelegt hast. Tut mir leid. So, jetzt sehen wir ja ganz klar, wohin das führt. Wir spielen den hier. Spielen den hier. Gehen ihm aufs Gesicht. Dann kann er nämlich auch schon mal keine Waffe spielen. Living Bomb, choose an enemy minion. Was? If that? Jetzt habe ich es nicht ganz gelesen, muss ich sagen. Hier. Choose an enemy minion. If it lives until your next turn, deal 5 damage to all minions. All enemies. What? No! Es tut mir so leid. Ey, das ist echt eine richtig krasse Karte, ey. Junge. So, dann spielen wir hier mal Mirror Entity und das hier. Und geben ihn ins Gesicht. Oh, Gemeinheit. Gemeinheit. Ja gut, dann haben wir auch so einen. After you cast a spell, deal 2 damage randomly and split among all enemies.
Ha, willst du mich ja nicht verarschen? Was du kannst, kann ich schon lange. Soll ich da wirklich jetzt meinen Polymorph draufhauen? Ja, komm. Batsch, Junge. So sieht's aus. Gib ihm Hell. Zack. Und jetzt ist halt das Problem. Nein, wir kriegen nochmal 5 Schaden. Naja, was soll's. Burn! Nein! Okay, wir haben 10 zu 11. Und haben kein Minion, das wir spielen können, den wir spielen können. Wir müssen das jetzt spielen, weil wir sonst zu viel Schaden kriegen. Aber... What? What? Oh shit. Ja, komm, übertreib's doch gleich. Okay, jetzt mal rechnen. Oh shit, wir können's nicht machen. Doch, wir können. Nein, wir können nicht. Doch, können wir. Jawohl. Zack. Zack. Sorry. Entschuldigung gerade für das Husten, aber ich glaube, ich habe jetzt gerade ein bisschen Scheiße gebaut, muss ich sagen. Ich wollte eigentlich hier den töten, aber irgendwie habe ich wohl das Falsche benutzt. Ja, es war sehr, sehr sinnvoll. Hier kriegen wir plus 1. Oh, das ist doch voll geil, hä? Zack, jetzt ziehen wir erstmal eine Karte. Guck mal, was es ist. Unser Gurubashi. Jetzt spielen wir das hier aus. Ah, ich bin so unentschlossen. Komm, volles Risiko, Batsch. Oh, das war ein Fehler. Ich sehe schon, das war ein Fehler. Nein! Oh, shit. 2 und 10. Wir haben gewonnen. Yes! Und noch ein Sieg auf unserer Seite. Damit spielen wir den hier noch raus. Frieren. Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob der auch bei meinem Spell. Auf die U-Caster Spell. Ja gut, dann spielen wir den hier noch raus. Und frieren alle ein. Wenn ich jetzt Schaden kriege, bin ich selber schuld. Und gebe ihm aufs Maul. Und damit haben wir gewonnen. Wir haben Baron Geddon besiegt. War das eigentlich jetzt der erste Versuch? War das jetzt eigentlich wirklich der erste Versuch? Tja, so sieht's wohl aus. Dann hätte ich mal gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr irgendwie Kommentar, schreibt gerne was in die Kommentare, irgendwie sowas und so. Und vergesst das Abonnieren nicht natürlich. Und dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht in den Blackrock, im Blackrock Mountain, in Molten Core gegen Ragnaros. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Skrull. Bis die Tage. Tschüss.